Unter dem Motto Energieverantwortung in unserer Region, wie ein neues Konzept uns unabhängiger und krisensicherer macht, fand man sich am Mittwoch, dem 17. Jänner, im Volkshaus Steinach zu einem von Andreas Jäger moderierten Infoabend zum Thema Steinacher Nahwärmeversorgung ein. In naher Zukunft soll ein ebensolches Versorgungsnetz für regionale, kostengünstige und klimafreundliche Wärmeversorgung in Steinach sorgen. Die Landgenossenschaft Enstal ist der größte Arbeitgeber bei uns im Bezirk und da mit den Standorten der Lantena, der Enstal und der Tierfreund sind drei große Werke und Konzerne da, die sehr viel Energie produzieren für die Lebensmittelproduktion, aber natürlich dann sehr viel Energie grundsätzlich dann wieder abgeben, die momentan sehr wenig oder fast gar keine Verwendung findet. Mit diesem neuen Projekt oder Konzept, das jetzt erarbeitet worden ist, wäre es möglich, diese Energie zu nutzen und in das Netz, in dem Fall in den Ortsteil Steinach, mit einer Nahwärmeversorgung zu stecken und dementsprechend ein absolut innovatives und tolles Konzept und Projekt, das man natürlich als Gemeinde freudig und dankend mit aufnimmt und hofft, dass es zur Anwendung kommt. Das neue Nahwärmenetz basiert auf einem innovativen Zusammenschluss der Landgenossenschaft Enstal und der bäuerlichen Biowärmelieferungsgenossenschaft Irtning, das sich zum einen erneuerbare Biomasse und zum anderen Abwärme aus den Produktionsprozessen der LGE zunutze macht. Heute versucht man ja letztendlich, die Industriebetriebe energieeffizienter zu machen und klimafreundlicher zu machen. Letztendlich auch geht es aber darum, Energie einzusparen. Und das wäre eine Möglichkeit, auch wenn wir nicht im Betrieb die Energie einsparen können, mit dem System den Steinacher Bürgern diese Energie eben zur Verfügung zu stellen. Und die Nahwärmeversorgung ist aber nicht abhängig von der Abwärme, sondern wir haben noch in der Partnerschaft die Bioenergie Irtning, die einen großen Teil der Wärme liefern kann, falls die wirtschaftlichen Randbedingungen nicht günstig sind. Können wir oder sind wir in der Lage, den Bürgern attraktive Wärmeversorgung anzubieten? Für den Wärmeverkauf verantwortlich ist die in Gründung stehende Energie Steinach Irtning, die dafür sorgt, dass eben jene Energie in Form von Wärme dann auch zu den Kunden gelangt. Also ich habe einmal den Wärmeverkauf über, also ich bin direkt Ansprechpartner für die Kunden. Wir haben auch in weiteren, sind wir für das Netz verantwortlich, sprich beim Kunden, Wartung und dergleichen, sind wir für den Kunden der erste Ansprechpartner und kommen auch vor Ort, wenn es sein muss. Das geplante Nahwärmenetz soll im Laufe des Jahres sukzessive ausgerollt werden und so ein zukunftsorientiertes Energiekonzept für Steinach schaffen. Grundsätzlich ist es so, man versucht natürlich einmal mit der Gemeinde, also weil es üblicherweise die größeren Objekte betreuen, mit größeren Siedlungshäusern oder mit dem Gymnasium zum Beispiel, die größeren Objekte anzuschließen. Dann hat man einmal so das Grundnetz oder die Hauptleitungen. Und wenn man das hat, dann versucht man quasi die kleineren Objekte dann dazu zu verdichten und weiter anzuschließen. Neben Vorteilen wie Klimafreundlichkeit, Effizienz und Stabilität sprechen auch attraktive Förderungen für den Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energie mittels Nahwärme. Ja, also wir vertreten die Pfarre Steinach auch und in der Pfarre Steinach gibt es eine relativ alte Gasheizung, die möglichst heuer noch ausgetauscht werden soll und da kommt uns dieses Projekt natürlich sehr gelegen. Hoffen wir, dass wir bis heuer im November eine Lösung haben und vielleicht da schon anschließen können. Jedenfalls haben wir großes Interesse dran. Und von den Kosten her habe ich gesehen, dass also das mehr oder weniger in der gleichen Größenordnung sich bewegt wie eine Gasheizung derzeit. Interessenten können sich alle Informationen zur neuen Steinacher Nahwärmeversorgung einfach unter www.energie-steinach-irtning.at einholen und sich vom Umstieg auf eine innovative Form der erneuerbaren Energie überzeugen lassen.